Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, die James Last Band kommt gerade zurück von einer großen Europa-Tournee. 37 Auftritte in 33 Städten und 9 Ländern. Überall war ausverkauft, so ausverkauft, dass selbst der James immer stehen musste. In der berühmten Royal Albert Hall wurden 3 Konzerte gegeben, ebenfalls bis auf den letzten Platz besetzt. Von dieser Tournee gibt es einen Live-Mitschnitt. Der wurde auf eine Schallplatte geprägt, wir sehen ihn kurz zeigen. Genauer gesagt auf 2 Schallplatten, auf ein Doppelalbum, James Last Live. Und 4 Mark vom Verkaufspreis dieser Schallplatte gehen an 2 wohltätige Institutionen, als das sind der Verein zur Unterstützung spastisch gelähmter Kinder und die Hungerhilfe für Äthiopien. Und anschließend an diese Sendung wird James Last einem Vertreter dieser Institutionen einen Scheck überreichen in Höhe von 400.000 Mark. Auf dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin gab die James Last Band am Ostersonntag ein Konzert. 65.000 Berliner kamen, spendeten nochmal 60.000 Mark für den gleichen Zweck. Vielleicht haben Sie die Sendung im Fernsehen gesehen, in unserer Reihe das Sonntagskonzert. Hören und sehen Sie nun die James Last Band in großer Besetzung mit einem Medley unter dem Titel In Wien beim Wein. Viel Spaß. Thank you.
Diese Starparade begann mit Lena Valaitis und Bonjour Mon Amour und James Last intonierte Zopp, The Sound of Philadelphia, und ich nutze die Gunst des Augenblickes, die James Last Band in ihrer aller Namen herzlich willkommen zu heißen. Guten Abend, Hansi. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen.